Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Darksiders. Ja, wir haben ja jetzt Azrael endlich befreit und nun geht's auch sofort weiter, wohin, wo uns auch diese Treppe hinführen mag. Nun werdet ihr es erfahren, ich werde es erfahren und ja, jetzt einfach mal schauen, was das ist. Also auf jeden Fall kommt schon mal 4 Leben zusammen, das heißt nichts Gutes. Schauen wir einfach mal, wo uns dieser Aufzug jetzt hinführt. Also ich glaube, das war jetzt dieser Boss gewesen, aber ich kam jetzt nicht mehr. Straga hieß der, glaube ich, ne? Straga war das. Ja. Der müsste jetzt eigentlich als Boss kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal. Und das sieht schon sehr episch aus hier. Okay, also ich werde definitiv meinen Teleporter brauchen, so wie es aussieht. Und genießt jetzt einfach diese Szene. Erinnerung. Doch hier begegnest du Straga ohne Hoffnung auf Sieg oder Flucht. Straga ist der mächtigste von den Auserwählten des Zerstörers. Und der Letzte. Dein Herr hat keine gute Wahl getroffen. Es genießen, dich erneut zu töten. Ja, jetzt geht erstmal richtig fett die Post ab hier. Guckt euch mal dieses Vieh an. Krasse Scheiße. Straga wird dich wieder töten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man den. Wie lange willst du vor Straga? Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. So, jetzt muss. Wie lange willst du vor Straga weglaufen? Ah, okay, man muss erst E drücken. So, jetzt kann ich ihn, glaube ich, mal ein bisschen so in die Fratze kloppen. Ja, so funktioniert das. Oh, jetzt ist er wütend. Jetzt ist er wütend. Oh, oh, was macht er jetzt? Okay, jetzt schickt er so kleine Viecher. Wow, oh, jetzt muss man echt aufpassen hier. Also der Boss hat's echt in sich. Ja, erstmal den ersten hier verkloppen. Dieses Mal wirst du tot bleiben. Nee, ich werde dieses Mal nicht tot bleiben. Boah, langsam kommt das Spiel zu seinem. Gelangt das Spiel langsam zu seinem Höhepunkt. Okay, da habe ich zu schnell. Bin ich zu schnell ausgewichen. So, komm schon. Ich muss hier schnell erledigen, bevor er wieder mich draufhaut, ey. Das ist unglaublich. Okay, jetzt kommst du, jetzt kommst du wieder. Ah! Scheiße, das ist echt unberechenbar. Irgendwie haben die Fischer mehr Leben als vorher. Boah, ich bin aus dem Hals, ja. Das ist ja nett. Okay, jetzt geht's weiter. Aha. Ajo. Wie lange willst du? Nein, ist alles verkackt. Weglaufen.
shit. Okay, ich lasse es mal, weil ich... Jo, jetzt kommt, macht er wieder. Boah. Krass, krass, krass. Okay, jetzt habe ich schon wieder. So, ich weiß nicht, wie oft ich das machen muss. Aber ich muss mich echt beeilen. Ja, komm, mach nicht. Okay, da kommen jetzt wohl anscheinend immer stärkere. Okay, da konnte ich nicht ausweichen. Ja, da muss ich jetzt echt gucken, dass ich die schnell besiege, diese komischen Engelviecher da. Ja, natürlich kommen jetzt noch mehr. Durchtriebener Reiter. Jetzt ist Straga dran. Ja, jetzt Viecher machen echt übelsten Damage. Die müssen halt echt sofort gekillt werden, sonst... Dieses Mal wirst du tot bleiben. Okay, diesmal konnte ich beide erwischen, dass der beide erwischt, das war sehr gut. So, komm schon, das ist der letzte. Und dann geht's gleich weiter. So. Okay, er macht erst wieder dieses komische Teil. Ah, okay, jetzt hab ich's verkackt. So, jetzt müsste eigentlich... Wie lange willst du vor Straga weglaufen? Ich glaub doch gar nicht weg. So, bin ich mal gespannt, wie oft ich das jetzt noch machen muss. Ah. So, komm schon. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir haben wohl anscheinend die erste Phase fertig. Oh, jetzt hat er mich. Was war das denn? Wow, was eine Kombo, ey. Ein Portal in seinen Mund gemacht und ihn von innen aufgeschlitzt. Ey, scheiße, Mann. Harter Shit. Ja, das war's, Straga. Ja, irgendwie sehr enttäuscht. Wie gesagt, Straga und der Turm sind eins. Wollen wir mal sehen, wie nützlich ich sein kann. Ja, ich hoffe doch sehr. Ich möchte nicht jetzt sterben. Okay, was macht er jetzt? Irgendwie so ein... Portal oder was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. In den Quellen! Schnell! Ja, dann lass mich doch rein! Geh doch rein! Nein! Er kam nach seinem Tod zu mir. Aber dann... lebendig. Und ich wollte so sehr glauben. Ich war solch ein Narr. Azrael. Du hast Abaddon gesehen, nachdem er gefallen war? Gesehen? Ich habe ihn hierher gebracht, nach Eden. Willst du mich betrügen, Azrael? Eden existiert nicht. Nicht mehr. Ignoranter Kobold. Ich war Zeuge, als die Ersten verstoßen wurden und der Garten verfiel. Ich konnte das erste Geschenk des Himmels und seine größte Waffe nicht einfach vergehen lassen oder schlimmer noch der Dunkelheit überlassen. Ich... habe es versteckt. Der Baum der Erkenntnis. Dann war Abaddon also dort. Du musst dich nun seiner Gaben bedienen. Wenn es einen Weg gibt, den Zerstörer aufzuhalten, dann wird der Baum ihn dir zeigen. Ich habe es nie gewagt, ihn selbst zu benutzen. Wenn ich es getan hätte, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Und Abaddon, was ist mit seiner Gabe?
Das weiß ich nicht. Jeder, der zum Baum kommt, erhält eine andere Gabe. Manche bekommen gar nichts, andere werden von Visionen in den Wahnsinn getrieben. Oder einfach vernichtet. Nein, das kann ich nicht sagen. Komm. Okay, da scheinen irgendwie gerade Palex gewesen zu sein. Ich weiß nicht warum. Aber ist auch egal, wir haben Straga besiegt, einen Lebensstein erhalten. Und wir sind jetzt in fucking Eden. Ist es geil oder was? So, Kisten brauchen wir eigentlich überhaupt gar nicht. So, und dann geht's auch sofort weiter. Schaut euch das mal an, ey, der Weltenbaum. Boah, krasse Scheiße, sieht das geil aus. Und eine weitere Szene. Herrliche Aussicht, herrlich. Einfach nur herrlich. Es führt kein Weg hinüber. Oh doch. Für jene, die würdig sind. Oder jene, die fliegen können. Reiter, du hast schon so lange gegen die Finsternis gekämpft, dass es dich gezeichnet hat. Wesen des Lichts können es spüren, so wie ich. An diesem Ort bist du schlimmer als ein Dämon. Erobere den Schatten, dann darfst du passieren. Bist du bereit, dich dir selbst im Licht zu stellen? Nicht alle sind bereit für das, was sie dort sehen. Die Maske der Schatten. Ja. Solange du diese Maske trägst, kannst du ins Schattenreich blicken. Viel Glück. Treten Sie sich selbst gegenüber, Reiter. Ja. Maske der Schatten. Dieses Artefakt ermöglicht den Krieg der Schatten sich versteckt. Versteckt, es wird enthüllt. Schalten zwischen der normalen Schatten sich hin und her. Gut. Bevor wir das machen, weil ich werde jetzt dann diesen Part erstmal beenden, um erstmal zu gucken, warum so Lags entstanden sind. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play trotzdem gefallen mit diesem kurzen Bossfight. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren und liken nicht vergessen. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, mehr von Darksiders, jetzt kommt das Ende, jetzt wird's spannend, dann Abo-Button klicken und bloß nicht die nächste Folge verpassen. Ich hoffe, ihr seid dabei.